Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Wildshade. Und finally sind die Infos bekannt, wie der ganze Start des Spieles laufen wird. Am 22. endet die Beta, also schon recht bald. Dann wird das Ganze in den Wartungsmodus gehen. Und dann wird es so aussehen, dass am 24. dann die ersten reinkommen und dann 2 bis 3 Tage später sind dann alle drin. Also am 24. wird das nach und nach für alle Leute das Ganze freigeschaltet werden. Also die Leute kommen zuerst am 24. rein und dann wird das immer nach und nach und nach und nach so reinkommen, bis dann wirklich die Letzten, die warten müssten, am längsten am 27. dann eben reinkommen. Und das heißt aber auch, wenn ihr jetzt noch coole Bilder von euren Pferden machen wollt, macht es jetzt, denn nicht mehr lange habt ihr die Möglichkeit dazu. Und wir gucken mal, momentan haben die anderen in meiner Liga noch nicht so Zeiten eingereicht. Dann gucken wir einfach mal, dass wir vielleicht nochmal unsere Zeit ein bisschen verbessern. Machen wir Tal der Laternen. Denn da weiß ich, da hatte ich nämlich schon mal eine 4000 da in der letzten Session. Also das müsste ich da auch noch hinbekommen. Und dann gucken wir doch mal, was wir hier rausreißen können. Also ich bin super gespannt, wie das dann endlich werden wird mit dem Release dann. Und freue mich natürlich dann auch richtig drauf, wenn man dann final loslegen kann. Bei der Stelle bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ah, da habe ich einfach viel zu schräg geschossen, muss ich sagen. Ah, verdammt. Da bin ich jetzt richtig blöd zur Seite gerutscht. Wir hängen jetzt gerade so richtig schrecklich im Mittelfeld drin. Da haben wir jetzt auch nochmal ein paar... Wir haben jetzt richtig viele Punkte vor allem verschenkt. Aber immerhin haben wir da jetzt gerade getroffen. Versuchen wir noch so ein bisschen zu driften oftmals, damit wir da auch so ein bisschen extra Punkte bekommen. Ja, da sind wir jetzt leider... Oh mein Gott, nein! Das war viel zu knapp! Da habe ich jetzt schon wieder eins verpasst, leider. Vor allem, wenn ich jetzt auch noch außen gegangen wäre, dann hätte ich da auch noch direkt ein Item weggerissen. Also ich kann es nicht genau sagen, ob ich jetzt irgendwie einigermaßen gut durchgekommen bin oder... Ah, nein, das war jetzt richtig nervig, weil ich habe jetzt durch den Treffer, den ich kassiert habe, habe ich jetzt ein Item verschenkt. Also ich denke mal, dass die Zeit hier gerade richtig schlecht werden wird. Also nicht die Zeit, aber die Overall-Score wird nicht so gut sein. Wir machen das jetzt ganz einfach. Ich drifte hier noch so aus ein bisschen. Lass dadurch jemanden vor. Und damit hole ich mir nochmal die Phoenix-Punkte. Nice. Und damit sind wir nochmal nach vorne gekommen. Das war tatsächlich der Plan. Ich hatte gehofft, dass ich irgendwas bekomme, um nach vorne zu kommen. Wir gucken mal, was wir für eine Punktzahl bekommen. Ja, da hätten wir noch durch die... Im Mittelfeld hätten wir noch einiges an Punkten rausholen können. Aber ja, das hab ich mittendrin schon gemerkt, dass ich das lief nicht so rund, wie ich es gerne gehabt hätte bei ein paar Stellen vom Rennen her. Aber 4000 ist auch bei der Stelle, finde ich, schon so ein bisschen schwer zu bekommen. Gerade natürlich auch noch bei meinem Level. Später ist es deutlich leichter, weil ihr kriegt einen Rangbonus. Das heißt, je höher euer Level ist, je mehr Rangpunkte bekommt ihr. Da habe ich jetzt halt wirklich super wenig gesehen. Ah,
Ja, Phönix ist an sich ein saugutes Item. Aber, wie ihr schon gesehen habt, wenn man natürlich hinten ist, ist es super gut. Wenn man vorne ist, muss man halt das Ganze wegschmeißen, ne? Und da hatte ich jetzt eine Sekunde mehr gebraucht, damit ich das Item auch hätte nutzen können. Da habe ich es jetzt schon direkt an die Wand geschossen und treffe trotzdem keinen. Also ich habe es extra so bounce-mäßig wie so ein Panzer bei Mario Kart teilweise nutze geschossen und habe tatsächlich trotzdem niemanden getroffen. So, soweit so gut, aber was auch noch ganz geil wäre, ich weiß nicht, auf welche Taste man das machen sollte, aber wenn man nach hinten gucken kann, so ein bisschen und Sachen nach hinten abschießen kann. Also wenn man den Wirbelsturm nach hinten feuern könnte, das wäre so krass gut. Ja, ich habe jetzt wirklich mir direkt ins Gesicht gefeuert. Jetzt habe ich wieder nicht drauf geachtet, muss ich mal gucken, wie viele Punkte einem der Blitz gerade gibt, also das Lightning. Da habe ich jetzt schon wieder die eine leider verpasst. Dieses im Mittelfeld reiten ist ein bisschen schwierig. Aber da kriegt man nämlich genau diese Blobbles hier einfach alle nicht gerade. Ja, so der Wirbelsturm bringt richtig, richtig schöner Mist, viele Punkte. Oh Mann, ey. Also da hatten wir jetzt echt Probleme. Vor allem haben wir einen Blobble zu wenig bekommen. Das heißt, wir kriegen jetzt nur noch ein Item. Oh mein Gott, war das gut. Nein! Boah, war das knapp. Wie ärgerlich knapp. Hätte trotzdem nicht gereicht. Hätte einfach nicht gereicht, leider. Ja, momentan. Gucken wir uns das Ganze mal an hier. Oh, ich werde Viking Shadow so vermissen. Oh, die anderen haben alle noch gar keine Zeiten eingereicht hier, die wir haben. Mal schauen, wie das dann morgen aussehen wird. Also, ob die jetzt überhaupt noch Zeiten einreichen oder so, weiß ich nicht. Aber bisher sind die Zeiten gar nicht schlecht, die wir jetzt hier für diese Strecken haben. Und dann sage ich aber auch danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So much, baby, I can't help myself. Listen, baby, what I say. You know that there is no one else. All I want is that you stay. Baby, I can't help myself. Listen, baby, what I say. You know that there is no one else. All I want is that you stay. Hey, I wanna stay with you. Do the things you do. We'll find a way to make it through. Make it through, girl. Can't seem to find the words to say. Baby, I want you to stay. I'm thinking of you every day. Every day, yeah. Hey, you know I love you so much. You know I can't let go. You know I can't get enough.